und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal die erste Fatbike-Tour in der Saison mit Martin und Vicky. 1000 Höhenmeter ungefähr und ich glaube, es wird eine richtig coole Abfahrt. Bis jetzt haben wir schon einiges erlebt. Zwischen Matsch, kein Schnee und viel Schnee ist quasi alles mit dabei. Begonnen hat die Tour natürlich im Tal und unten war matschig, aber mit einer Eisschicht drunter, also echt schwer zu fahren. Ja, hier ist es voll tricky. Das sieht zwar einfach aus, aber es war so gar nicht einfach, weil man versinkt total. Und ja, es ist eisig drunter. Ja, hier geht es jetzt wieder besser, weil hier ist in der Mitte so ein kompakter Trampelpfad. Aber unten war es einfach nur sulzig und eis. Wir können unten eben ein Stückchen auf einem Forstweg fahren. Aber dann müssen wir noch mal kurz die Straße kreuzen. Was es aber auch ganz einfach macht, weil man da natürlich gut vorankommt. Ah, Wasserreserven sind wieder aufgefüllt. Und damit geht es wieder weiter. Heute ist nicht ganz so sonnig, aber mit aus. Nachdem die Reserven aufgefüllt worden sind, ging es wieder weiter. Da geht es einfach ein Stück flach, mehr oder weniger flach, das Tal rein, bevor es dann so richtig losgeht. Cooler mit dem Fatbike, wenn man so wie hier jetzt gerade über die aufgelassene Loipe fahren kann. Hier war mal eine Loipe und die gibt es jetzt schon nicht mehr. Und ja, wir können eben super drüber fahren. Und das geht mit den dünneren Reifen leider nicht, aber mit denen hier eben umso besser. Und ja, ab und an müssen auch ein paar Meter geschoben werden. Schaut mal, was mir, glaube ich, passiert ist. Ich habe Hundescheiße auf die Flasche gekriegt. Ist doch nicht nett. So schaut es gerade aus bei uns. Sieht schon voll nach Frühling aus. Und dennoch werden wir die Fatbikes in der Abfahrt brauchen können. Auch wenn man es jetzt kaum glauben kann. Schaut mal, wie süß. Jetzt merkt man, dass Ostern näher rückt. Und schon wieder ein Stückchen weiter oben. Jetzt spitzelt die Sonne schön durch. Jetzt kommt die Sonne noch Vollgas raus. Ist richtig cool. Aber der Schnee ist faul. Deswegen wird es echt spannend, was uns beim Runterfahren erwarten wird. Ja, wie ich euch schon gesagt habe, der Schnee ist hübsch faul. Deswegen ist das jetzt erstmal unser Punkt für die Jausen. Und hier geht es dann später auch ab in den Trail. Und da ist sogar ein Gipfelkreuz. Obwohl es ja nicht der Gipfel ist. Hier in der Sonne ist jetzt echt super fein. Ich habe mich nicht mal umgezogen und brauche keine Jacke und kein nix. Ja gut, bei Martin ist immer Sommer. Und Vicky hat ein bisschen was an. Aber es ist echt krass, wie schön es jetzt plötzlich noch geworden ist. Und jetzt ist dann Jausenzeit. Ich habe schon ein bisschen was gegessen, aber ein bisschen was gibt es auch noch. So, ich bin jetzt wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, Naschen. Mmh. Jetzt schauen wir mal, was die anderen noch so essen. Hier riecht es nämlich schon wieder nach Katzenfutter. Wo kann das jetzt liegen? Edelpastete. Ist das? Steirische Edelpastete. Wahnsinn. Und? Mmh. Sind auch geil. Und Vicky hat Wäschetrocknung begonnen. Ja. Du musst mal abstimmen lassen, wie viele Leute wir am Berger Edelpasteten essen daten als diese Zuckerbomben, was du da isst. Mhm. Stimmt. Was wäre euch lieber? Hm? Oder? Edelpasteten. Natürlich schaut es im Foto nicht so aus, aber jetzt falls du es dann aufstreichst, schaut es dir so. Da haben wir echt, es ist ein heiliger Abendmahl. Ich bin dann schon wieder justiert. Naja, die anderen zwei packeln noch ein bisschen. Ich bin justiert, so schnell, aber ich muss da noch drei Kameras zum Starten bringen. Deswegen brauche ich einen gewissen Vorsprung. Und ja, bei den Fatbikes fahren wir alle mit Flat Pedals, sonst ja eigentlich mit Clickies. Und dementsprechend natürlich auch andere Schuhe, Gamaschen. Ja, jetzt kann es losgehen. Auch diesmal mache ich noch einen kleinen Schwenk für euch. Der ist wieder mit der Insta360. Da kann man einfach super das Panorama herzeigen, wie ich finde, bevor es dann ab in die Abfahrt geht. Und ja, ich hatte tatsächlich drei Kameras an mir dran. Und das ist immer eine kleine Logistikfrage, aber gibt natürlich die schöneren Bilder, wenn man ein bisschen hin und her wechseln kann. Und mich würde mal interessieren, ob ihr gerne sehen wollt, welches Equipment ich denn so benutze zum Filmen, weil dann könnte ich euch darüber auch mal ein kurzes Video machen und euch so ein bisschen herzeigen, mit was ich eigentlich arbeite.
geht es nochmal ein Stückchen rüber und rauf. Und dann geht es noch richtig in den Trail rein. Weil bis jetzt, das war ja alles Freeriden sozusagen. Das ist der Frühstücksbad, nicht rand nur so, dass der Abschiedsbad ausschaut. Selten so gelacht. Ja, ich schon.